Hey, meine Rabauken, willkommen auf der YouTuber-Insel und wir haben viel zu tun und ihr habt entschieden, wie mein Pferd heißen soll. Und zwar habt ihr es auf den Namen Officer Gumbo getauft. Ich habe hier schon einen Name-Tag bereit in meinem Inventar. Allerdings habe ich tatsächlich keinen Level. Das heißt, ich muss eh zu meiner Raid fahren, weil wir brauchen definitiv ein paar Verzauberungen, denn mein Helm ist broke. Und ich würde mir eigentlich gern auch mal Effizienz auf meine Spitzhacke machen, denn die ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und auf jeden Fall ein Netherite-Upgrade müssen wir heute auch machen, denn wir wollen... Ich fliege schon mal los in der Zwischenzeit. Perfekt, ich habe wieder die Elytra nicht an. Jedes Mal derselbe Fehler. Ist nämlich gerade relativ ruhig auf der YouTuber-Insel und wir wollen die Zeit nutzen, um unseren KFC mal ein bisschen explosionssicher zu machen. Denn ich hätte gar keinen Bock, plötzlich kein Essen mehr zu haben. Das heißt, wir gehen jetzt zur Raid-Farm, holen uns dort Level, Smaragde, verzaubern ein bisschen. Netherite bräuchten wir eigentlich auch. Ich hatte mir auch mal überlegt, den Enderdrachen-Morph mir zu organisieren. Da muss ich aber vorher mal nachfragen, ob ich denn überhaupt den Enderdrachen besiegen darf. Man kann ihn ja wieder spawnen und besiegen. Und dann hätte ich den... Was ist ihr denn passiert? Timmys Yacht wurde anders pulverisiert. Das Haus wurde aber auch gesprengt hier, ne? Warte mal. Das hier. Junge, das wurde auch übergesprengt. Wessen Haus ist das? Warte, hier ist ja schon wieder was abgegangen, der Alpha-Clan oder was. Wem gehört das? Blackjack. Ich wusste gar nicht, dass der hier auch noch ein Haus hat. Wie viele Häuser haben die denn alle, ey? Und Vives Haus? Steht. Okay, das ist alles noch Picobello hier. Alter Verwalter, ey. Hier geht schon wieder ab, okay. Aber wir halten uns da erstmal raus. Wir gehen... Warte mal, das wurde doch... Nee, das sah, glaube ich, schon immer so kaputt aus. Wir gehen zur Raid Farm. Dieses Mal sind wir aber nicht so blöd. Dieses Mal nehmen wir Boote mit. Also Holz. Also, naja, Boote sind ja quasi Holz. Und damit werden wir diese Wächs, weil die Wächs nerven wirklich unnormal jedes Mal. So, wie viele Boote brauchen wir denn da? Na, schon ein paar. So 5, 6 Stück werden wir schon brauchen. Aber ich denke mal... Wenn ich jetzt noch einen Baum hier wegholze, dann sollten wir genug Holz haben. So, und let's go. Die ist nämlich hier direkt. Die gerade schon gesehen. Da ist er. Oh, was für ein wunderschönes Bauwerk, Leute. Guckt es euch an. So, ich glaube, 5 Boote reichen erstmal. So, hier fehlt auf jeden Fall eins. Dann hier fehlt eins. Ja, ist ein bisschen schwierig, die zu platzieren. So, man muss die schön an den Rand platzieren. So, und so. Jetzt sind wir hier wieder... Schön geschützt. Kommen wir hier auch runter? Nee, kommen wir nicht. Verdammt, das eine Boot zum Weg. Dann muss das hier weg. Und das muss mehr an den Rand. Da so hin. So, perfekt. So, Brustplatte tauschen. Sicher ist sicher. Ist ausgerüstet. Ich habe irgendwie kein Plünderungsschwert mehr, habe ich gerade gesehen. Das hat keine Plünderung und das hat auch keine Plünderung. Ich weiß nicht, ob das gestern im Alpha-Clan-Kampf verloren gegangen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein Plünderungsschwert hatte. Keine Ahnung, wo das ist. Ist auch nicht schwer. Da ist er schon. Hört ihr ihn? Holen uns jetzt hier erstmal. Ja, perfekt. Holen uns jetzt hier erstmal Bad Omen. Und da haben wir Bad Omen. Perfekt. Jetzt gehen wir hier wieder Rono. Und... So, ihr kennt das Spielchen. Let's go. 2 Stacks Smaragde und 27 Level sollten definitiv ausreichen für das, was wir hier vorhaben. Wir gehen mal ganz kurz hier runter, damit ich mein böses Omen weg werde. Und jetzt... Oh, ich mach wieder weg. Jedes Mal vergesse ich die Elytra reinzuziehen. Bevor sie sich aufgeladen hat, muss ich weg. Hau da rein. Oh, so knapp. Hier beim KFC können wir direkt mal das Namensschild machen. Officer Gumbo für das Pferd. Wir können außerdem ein paar Bücher machen, die wir ja gleich zum Traden brauchen. Lass mal kurz überlegen, was wir brauchen. Ich brauche auf jeden Fall Effizienz 5, Haltbarkeit 3, Definitivamente. Naja, das war es eigentlich erstmal, oder? Na und Plünderung 3 bräuchte ich jetzt so generell mal. So die 3 Sachen, die holen wir uns jetzt mal. Lofty ist auch gerade beigetreten, aber ich glaube, der hat hier noch Stress. Weiß der eigentlich inzwischen, dass hier eine... Ich könnte ihm ja... Eigentlich müsste ich ihm, wir sind ja Buddies. Irgendwie, wir haben ja KFC zusammen. Ich müsste ihm eigentlich sagen, dass hier eine Falle ist, ne? Aber ich frage mich auch, wer in diese Falle reinfallen soll. Weiß nicht, was Blackjack sich dabei gedacht hat. Ab zu meiner Lieblingsinsel. Eigentlich auch die einzige Insel, wo ich bin. So. Ich will gar nicht wissen, wie viel Diamant der schon an mir verdient hat, der Gute. So. Wo waren wir denn? Was wollte ich brauchen? Effizienz wollten wir haben. Haben wir hier den Guten. Ich krieg fette Rabatte, weil ich Held des Dorfes 5 habe. Jetzt wird erstmal dick geshoppt. Was brauche ich noch? Ja, da kaufen wir uns direkt Haltbarkeit 3, wenn wir schon mal dabei sind, oder? Klar, rein da. Ich meine, die dicken Rabatzen muss man natürlich mitnehmen. Nee, warte mal. Das war nicht Teil des Plans. Geben Sie mir mal das Smaragde bitte wieder. Das ist illegal. Ich habe ja hier noch Kram. Hat er hier irgendwie eine Müllkiste? Ja, das ist doch perfekt. Ja, mir kriegst du ein paar Geschenke. Ein bisschen Müll rein. Was könnt ihr denn mal gebrauchen? Papier, maybe? Ein bisschen Holz kann man immer gebrauchen, oder?
Ja, das war's erstmal. So, was jetzt brauchen wir noch? Was brauche ich noch? Also, meine Spitzhacke ist jetzt erstmal fertig. Effizienz, Haltbarkeit, geil. Reparatur könnten wir da brauchen und definitiv Schutz für unseren Helm. Das heißt, wir gehen mal hier durch. Das ist übrigens nicht aufgebaut von mir. Also, irgendeiner muss hier gewesen sein. Da holen wir uns hier Schutz definitiv noch. Und dann brauchen wir noch Plünderung 3, hatten wir gesagt. So, und jetzt noch Schärfe, Glück, das haben wir alles, das braucht man nicht. Reparatur zweimal kann auch nicht schaden. So, das war's. Da waren wir dick einkaufen, das hat sich ja gut angefühlt. Wir haben wirklich so viel Smaragde gespart. Nicht, dass es jetzt wichtig ist, weil wir haben eh so unendlich Smaragde. Aber, naja, geschenkt ist geschenkt, ne? Ab zu meiner Turnschuhvilla. Aus meinem Haus raus, illegaler Untermieter. So, okay. Spitzhacke erstmal als OP machen. Zack, wir wollen da drauf haben Reparatur. Wir wollen da drauf haben Haltbar Effizienz und wir wollen da drauf haben Haltbarkeit. Und jetzt benenne ich das Ding auch. Benz Laser Spitzhacke heißt das Ding jetzt nämlich. So, da haben wir Benz Laser Spitzhacke mit Glück 3, Reparatur, Effizienz und Haltbarkeit 3. Perfekt. So, super. Jetzt unseren Helm. Helm ist auch hier eine Baustelle. Helm kriegt auf jeden Fall erstmal Schutz. Bob. Und Helm kriegt auf jeden Fall auch nochmal... ich habe alle Level verbraucht. Wie kann das sein? Ich hatte 30 Level, als ob das so teuer war. Na gut, aber Schutz ist eh erstmal wichtig. Reparatur erstmal nicht so wichtig. So, das tun wir erstmal hier hin. Wenn ich eine leere Kiste finde, hier, dann... Ja, zwei Totems sollten erstmal reichen. Plünderung hatte ich ja auch noch. Kriegen wir Plünderung hier drauf? Nee, 21 Level. Das kannst du ja auch in der Pfeife rauchen. Komm her, Officer Gambo. Weil ich muss Gambo ein Bild davon schicken. Ich muss die, warte. So, dass man vielleicht den Nametag sieht. Ja, man erkennt ihn ein bisschen schlecht. Oh, so ist gut. Warte, ich muss Gambo ein Foto davon schicken. Er hat mir nämlich gerade geschickt, dass mein... Gambo, schleck mich nicht ab. Dass mein Kuscheltier bei ihm angekommen ist. Hat er sich bestellt. So. Okay, ich schicke ihm ein Bild von dem Pferd. Und schreib ihn, nimm das. Mal sehen, was er antwortet. So. Gut, jetzt können wir auf Obsidian-Jagd gehen. Ich muss einfach mit Lofty nochmal abklären, ob das überhaupt für ihn in Ordnung ist, dass wir das Ganze sicher machen. Aber ich denke mal schon, ist ja gar kein Problem. Wir brauchen jetzt eine dicke Babahöhle. Ich hatte schon mal eine. Ich denke, ich habe da die Koordinaten gespeichert. Ich gucke da mal kurz nach. Die muss genau hier sein eigentlich. Ich kam ja mal hier runter. Und genau hier muss dieser riesen Lavasee sein. Warte mal. Sicher ist sicher, ey. Nicht, dass ich da die Lava falle. Was ist das denn? Ja, warte mal. Das ist kein Lavasee. Aber das ist richtig. Aber es ist auch falsch. Warte mal. Oh. Egal, ich habe Totems, ich kann nicht ertrinken. Aber das ist mir hier gerade ein bisschen kritisch. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich den Höhleneingang finde, anstatt jetzt da ewig. Das ist doch der Höhleneingang, oder? Yeah. Oh yeah. Sturzflug. Alter, ich war überschnell. Nee, aber das ist gar nicht der Lavasee. Aber der war hier. Safe. So, jetzt müssen wir nur den noch finden. Ich glaube, wir müssen hier lang. Boah, Alter. Ja, geht's auf jeden Fall schon mal runter und nichts. Mann, der war ja aber safe. Ja, hier haben wir doch schon mal. Ich habe kein Wassereimer mit. Ich bin der dümmste... Okay, ich habe einmal Wasser hier. Wir brauchen nur Eisen. Ich bin der dümmste Idiot, Alter. Will Obsidian fahren, nimmt kein Wasser mit. Egal. Hier, zack. Problem gelöst. Cool, jetzt brauche ich nur noch Cobblestone. Nächstes Problem. Verdammt. Kriege ich hier Cobblestone her? Ich habe 8 Cobblestone. Ich habe kein Holz mit. Das darf doch alles nicht wahr sein. Das sind Diamanten. Wenn man einmal eine Mine braucht, ne? Bisschen Holz. Ich dachte, ja, also das ist ja alles käsig hier gerade. Erstmal 5 Dias gefunden. Auf entspannt. Mit Wassereimer bewaffnet gehen wir zurück zu unserem Big Baba Lavasee. Der ist genau hier. Wupp. Geil. So. Lava platzieren würde ich sagen hier. Zack. Und jetzt Obsidian farmen. Wie viel Obsidian brauchen wir? Lass mal rechnen. Schon viel, oder? Mit Netherite wird es ein bisschen schneller gehen, tatsächlich, das Abbauen, aber es ist nicht so wild. Ich habe mal gerade ein bisschen Mathe gemacht. Ich habe eine Idee, tatsächlich. Wir bauen es nochmal hoch, genau an der Stelle, wie wir runter zu der... Okay, das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, aber ich hoffe, wir erkennen das dann. Genau hier graben wir uns hoch. Wir machen hier gar keine Faxen. Und ich hole einen Beacon aus der Stadt, einen Full Beacon. Ich leih mir den aus. Also ich platziere den danach wieder, aber das lohnt sich definitiv. Weil da kriege ich Eile 2. Und ich finde die Stelle hier ja eh sehr schnell wieder. Ich werde mir die jetzt hier einfach markieren. Hier, passt mal auf. Ich markiere mir die einfach hier mit einem Big Baba Cobblestone Turm. So, das ist sehr auffällig. Wir verwandeln uns zurück und legen... Mann, wieder
Doch, ich hatte sie sogar ausgerüstet, hä? Warte mal, nee, sag jetzt nicht, die ganzen Beacons wurden hier abgebaut. Ich habe auch gar keine... Nee. Alle Beacons abgebaut! Alle! Wo sind denn die alle? Wer hat denn die alle? Hier waren überall Beacons. Ich weiß das ganz genau. Und man hat die Sprungkraft bekommen und so. Oh, man. Wo sind denn die hin? Oh. Und das ist Snoopys Laden. Der wurde auch da einmal geschwissen. Was ist das denn jetzt hier? Erde, böses Diamant. Okay. Der Beacon ist auch weg. Alter Schwede, Mann, ey. Oh, wer versteckt sich denn hier? Hä, ich versteck mich gar nicht. Ah, du wolltest gerade wegfliegen von mir. Nee. Lof, die Frage, wo ich dich schon mal treffe. Ja. Kann ich das KFC ein bisschen sicherer machen? Weil ich hatte ein bisschen Bedenken, dass das Teil in die Luft gesprengt wird, muss ich ehrlich sagen. Einfach mit ein bisschen Obsidian. Und auch mal ein bisschen, ich würde ein bisschen alles schick machen mal. Weil es ja doch ein bisschen... Wie komme ich denn dann zu der Ehre? Ja, wir sind doch 50-50. KFC okay. 50-50. Genau, das wollte ich hören. Ja gut, alles klar, dann deswegen machst du das. Also weil super. Nicht, dass Blackjack mir wieder irgendwelche Fallen stellt und alles... Nein, Fallen gibt es da jetzt nicht mehr auf der Insel. Wenn ich Blackjack da nochmal sehe, kriegt er eine Klatsche. Links, rechts mit dem Pfannenwender. Ja, okay. Ja, okay, gerne. Tuck dich aus. Guti, tschö. Ja, ciao. Ja, Mann, ich habe hier die große Klappe mit Obsidian, ey. Aber ich weiß, wo die ganzen Beacons sind. Der Alpha-Clan hat die Safe alle geklaut. Deswegen hatten die auch 10.000 Obsidian da, weil die mit 1-2 abgebaut haben mit den ganzen Beacons. Das ist ein Skandal, Alter. Keiner ist ordentlich, kann keinen fragen. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich die so abbauen, das ist richtig unfair. Warte. Die Creeper-Farm wurde gesprengt. Okay, krank. Officer Banks, einmal zur Polizei kommen. Alles klar, 3 Minuten. Oh, wir haben den Einsatz wieder. Aber ich habe meine Uniform gar nicht an. Polizeichef Benson. Mann, ey. Aber ich mache kurz noch das Obsidian fertig, weil ich bin ja fast fertig, Leute. So lange kann der Polizeifall schon erwarten, die 10 Obsidian, würde ich mal vorschlagen. Die letzten 3. 1, 2 und 3. Ihr müsst überlegen, mit 1-2 Beacon hätte ich jetzt doppelt so viel ungefähr, ne? Es ist komplett krank. Naja, nicht ganz doppelt so viel, aber... So, wir nehmen den einfachen Weg. Plagegeist und hier zu unserem Gang, den wir uns gebaut haben. Das sollte Obsidian technisch erstmal reichen für KFC. Officer Banks? Ja, hallo? Ich wurde gerufen. Ah, hier. Genau. Kommen Sie rein. Wir möchten nämlich eine Anzeige erstatten. Gott, mit Anwalt. Nein, das ist nicht Anwalt, so. Das ist mein kleiner Bruder. Ach so, ich dachte, ja, Paul Berger ist das. Okay, dann schießen Sie mal los, was gibt's denn? Und zwar denn? Möchte ich eine Anzeige gegen meinen kleinen Bruder machen. Ja. Amir ist der Zeuge. Wie alt ist denn Ihr Bruder überhaupt? 9. Banks, komm mal, Officer Banks, kommen Sie mal bitte mit nach hinten. Ja. Der ist schlimmer wie 30 Gangmitglieder. Wow. Ja. So, ich erwarte nicht, dass Sie den komplett einsperren nach dem Gesetz, aber ich will dem Mann eine kleine Lektion erteilen, weil verstehe. Der klaut hier immer alles. Ja, okay, ich und ich will, dass wir den einmal richtig in den Knast bringen und so. Und dann werden wir den natürlich wieder rauslassen danach. Der soll nur einmal richtig Angst bekommen, weißt du? Ja, okay, ich verstehe. Ja, okay. Oh, ja, genau eine Anzeige will ich hier machen. Was hat denn Alter, Ihr kleiner Bruder, was hat er denn verbrochen? Er hat unzurechtmäßig gebaut in Paulberger Hills, Sachen beschädigt und den Herrn hier ausgeraubt um 30 Diamanten. 30 Dias. Um 30 Diamanten. Alter, das waren nur 3. Paulberger, wissen Sie überhaupt, wie lange man für 30 Dias arbeiten muss? Keine Ahnung. Ja, ziemlich lange. 20 Minuten ja. Im Casino. Ich würde sagen, 30 Diamanten, das sind noch 30 Tage mal in den Knast. Also, genau. Ich bin erst gekommen. Ja. 30 Tage. Mit jetzt, ich habe extra ein Profi-Gefängnis für so schwere Fälle wie dich. Komm mal mit Alter. Jetzt hier. Genau, Alter, sehr Mann, gut. Das kannst du doch nicht machen. Paulberger, du musst mal jetzt mit Erziehung jetzt. Machen. Es gibt doch hier Gesetze, man kann nicht einfach machen, was man will. Max! Hier, extra mit Obsidian. Max! Oh, das ist richtig Max. Gut. Aber meinen Sie nicht, Officer hier. Banks, der sollte hier. Richtig ins Staatsgefängnis gebracht Alter. Werden? Eskortiert? Ich ja, glaube, der ist so auch heftig kriminell, der ist auch gewalttätig, ich merke das mit schon. Mit solchen schweren Fällen sollten wir sogar lieber ins Staatsgefängnis gehen. Das ist richtig, die Zelle ist hier nicht geeignet für so einen extrem schweren Fall. Paulberger, du wirst ins Staatsgefängnis gebracht, für 30 Tage. Alter, Max, du kannst mich doch nicht einsperren, ich bin doch erst gekommen, Mann. Na gut, ja. Also, danke, Officer Banks. Ich werde das hier einmal übernehmen. Wenn Sie mir Ihre Befugnis geben, dann würde ich ja, den ins Gefängnis Sie können das bringen. Machen. Gar kein Problem. Officer, ich will Ihr Jugendamt oder so. Bitte helfen Sie Nein, mir. Gibt nichts. Officer! Nein, tschüss. So, einmal mitkommen, in den Knast mit dir. Genau. So, jetzt siehst du mal, was du von deiner Klauerei hast. Ich hab's dir immer gesagt. Mitkommen, Paulberger. Du wirst jetzt ins Staatsgefängnis gebracht. Alter! So.
Oh, hier. Mein Gott, ich bin jetzt ewig durch diese Riesenhöhle geflogen. Ich dachte, ich finde hier schon keine Tropfsteine. Aber ja, mal welche. Aber der wurde schon gut gefarmt, ne? Vermutlich von mir. So. Ja, da brauchen wir jetzt schon viele. Also, na, so zwei Staggeronis wären schon nicht schaden, ne? Weil wir wollen die natürlich auch schön groß haben, ist ja klar. Aber warte mal, lass mich vorher mal testen. Ja, nicht, dass ich die, also ich wüsste zwar nicht, warum nicht, dass ich die nicht auf Obsidian platzieren kann. Das wäre ja quatschig gewesen. So. So. Hallöchen, KFC. Da haben wir jetzt viel zu tun, glaube ich. Lass erstmal designtechnisch gucken. Also hier ist eigentlich alles picobello. Hier sind vielleicht, na hier, der Block gehört da nicht hin. So. Hier sind vielleicht ein bisschen viele Fackeln. Und hier, was ist das denn hier? Hä? Irgendeine ausgebaute Höhle, aber das muss weg. So eine Connection finde ich doof. Wir wollen ja schließlich keine Halbinsel, wir wollen eine Vollinsel. Das heißt, das machen wir schon mal alles weg hier. Hier fehlen definitiv zwei Bäume. So. Das heißt, wir machen diesen hier, bauen den mal ab und hoffen, oder bauen mehrere ab und hoffen, dass wir da ein paar Setzlinge rausbekommen. Wobei ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die sich überhaupt abbauen, ehrlich gesagt, weil die sind ja verbunden. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube tatsächlich, das ist doch mit Hand gebaut, ne? Das sind doch keine echten Bäume. Wobei, die sind aber kreuz und quer gewachsen, könnte schon sagen. Reparieren wir die ganzen Blätter mal, damit das hier auch schön symmetrisch aussieht. Ja, da oben ist nicht so wichtig. Hauptsache sieht hier schön aus. Ah, das sieht ja schon sehr, sehr schick aus, Leute. Jetzt machen wir hier noch die Blätter. Bup, bup, bup. Dann hier oben drauf. Wir machen mal ganz kurz Plagegeist-Action. So, 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 so. So, und jetzt hier alles. Sieht doch gleich viel besser aus, Leute. Eine wunderschöne Allee. Du nervst mal nicht rum, ihr Kollege. Du kommst nicht auf unsere Insel. Komm her. Bam. So. Ich habe noch nie einen Enderman gekillt hier. Oh man. Shaka. Bam, bam. Obsidian. Hier kommt nämlich die erste Sicherheitswand hin, natürlich. Dann bauen wir erstmal hier, ich würde sagen, so. Genau. Und jetzt hier. Bum, bum, bum. Drei hoch reicht, oder? Machen wir hier, hier. Und jetzt hier auch. Eins, zwei, drei hoch. Und zwei hoch. So. Und jetzt kommt da drauf noch ein bisschen Tropfstein. Das Ding ist brettersicher, Leute. Nice. Wir sollten ein bisschen mit Schildern arbeiten, glaube ich. Da machen wir hier, haben wir vier Schilder. Hier schreiben wir einfach hin. Neutrale Zone, ne, damit hier keine Fatzen gemacht werden. So, neutrale Zone. Sieht jetzt nicht sehr neutral aus, aber passt schon. Okay, die nehmen wir mit. So, hier haben wir... Warte, hier fehlt noch was. Sehe ich doch. Adlauge Benson. So, sehr schön. So, hier ist alles dicht. Hier sind Bäume. Hier kann man eh nicht reingehen. Jetzt, hier ist auch alles, passt auch alles. Was ist das hier? Ich glaube, das muss so sein. Ne? Sieht zumindest so aus. Aber wenn ich jetzt nicht wüsste, was das soll. Wir müssen mal kurz eine Hacke craften und das Feld reparieren. Das ist die nächste Aufgabe. So, die Seite ist schon mal fertig repariert. Ja, das hier ist Quatsch, ne? Das ist natürlich Quark, das muss weg. Das hat wahrscheinlich Blackjack kaputt gemacht oder so. Das muss alles weg und jetzt platzieren wir da Erde hin. Bam, 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 bam. Dann machen wir ein Full-Full-Feld raus. Und hier fehlt auch roter Beton. Oder hier ist roter Beton zu viel, eher gesagt. Okay, da kümmern wir uns gleich drum. Erstmal mal hier alles. Zack, 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 zack. Perfekt, die beiden Felder sind repariert. Hä? Was ist das denn hier? Habe ich das gerade übersehen? So, jetzt sind die beiden Felder repariert. So, das muss natürlich weg. Zack, cool. Du störst gerade ein bisschen. Wir brauchen hier, oh, so eine Steinziegelstufe. Die habe ich doch nicht. Weil das sieht aber auch ein bisschen... Hier fehlt ja übel viel. Warte mal. Was ist, das ist doch hier kaputt. Das sieht doch nicht richtig aus. Okay, warte mal. Also. Nee, doch, das muss schon roter Beton. Das haut schon hin. Das sieht sonst quatschig aus. Hier muss roter Beton hin. Fehlt mir Kies. Aber Kies sollte eigentlich unter der Insel hier sein. Oder warte mal, warte. Vielleicht hat ja unser allerbester Lofty hier irgendwie Kies oder roter Farbstoff hat das schon mal. Geil. Jetzt fehlt nur noch Kies. Roten Beton noch hier hin platzieren. Zack. Das kommt weg und hier hin. Zack. Bum, bum. Bum, bum, bum. So. Da muss auch noch roter Beton hin. Da habe ich aber gar nicht mehr genug roten Beton. Verdammt. Das heißt, wir müssen mehr craften. Aber ist kein Problem. So und so. Zack. Acht weiteren Beton. Und dann platzieren wir den... Weg mit dir, Schwein. Dankeschön. So.
Wir müssen dann so eine richtig fette Neueröffnung machen vom KFC. Ab hier jetzt Frieden, neutrales Gebiet, hier passiert nichts. So, ich tue wieder für ein bisschen Kram meine Kissen, nicht mehr Platz habe. So, Eingang ist auch ready. Das ist natürlich Quatsch. Da müssen Steinstufen hin, die habe ich mir aber schon... Weil das habe ich hier, glaube ich, in meiner Dings gerade getan. Ja, die habe ich mir hier schon von Lofty geborgt. Wir haben zu viele Kühe, ich sage es euch ehrlich. Zack, zack, so. Ja, das sieht schon mal sehr schön aus jetzt hier. Perfekt. Ich würde sagen, wir beginnen auch mal jetzt mit der Obsidian-Wand. Die müssen wir, die Frage ist, wie hoch machen wir die? Die muss ja schon auch sicher sein, ne? Ich würde sagen, wir machen hier so einen Platzhalterblock und bumm. Und jetzt einmal ringsherum. Ich meine, wir machen es mal eine. Nee, die muss schon zwei sein, Minimum. Oder? Ist ja sonst Quatsch. Da ist der erste Stack schon weg, ne? Ja, die Insel ist halt doch sehr fett, ey. Weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier in der Folge alles schaffen, Mann. Das ist viel zu viel. Aber wir brauchen die Essensrationen hier, sind sehr wichtig. Haben wir schon mal eine nice Wand? Dann geht es jetzt auf der anderen Seite weiter mit der Wand. Hier. Würde ich sagen, machen wir einfach hier weiter. Zack, zack. Die neue Eröffnung wird überfett. Wir machen eine richtig fette Feier. Vielleicht können wir so ein bisschen... Es gibt ja verschiedene Clans und die brauchen ja Essen. Vielleicht können wir so Lieferdeals aushandeln, dass wir denen dann sowas liefern. So einmal die Woche ein paar Stacks oder so. Perfekt. Und dann... Boah, ja, das sieht schon geil aus. Ja, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, wir fahren uns mal kurz zurück. Das haben wir hier schon alles repariert soweit. Das nehme ich mal ganz kurz mit. So. Das nehme ich auch mit. So. Okay, Hauseingang ist auch picobello. Hier ringsherum ist sowieso alles schick. Jetzt müssen wir noch hier. Hier ist halt quatschig, ne? Das braucht man ja alles gar nicht mehr hier. Das können wir vom Prinzip her alles mit Holz zubauen, oder? Einfach so. Aber ich habe gar nicht genug Holz. Da müssen wir mal gucken, ob Lofty da noch ein bisschen was hat. Die Fässer lassen wir hier. Hier ist Honig drin. Und hier ist, naja, Kram drin, das können wir ja lassen. Hier sind Karotten drin, das ist super. Und hier ist Weizen drin, das ist auch super. Mobfarm funktioniert. Hier auf dem Dach ist alles picobello. Na warte, hier fehlt noch ein Block. Okay, ich weiß nicht, was die ganzen Kühe hier oben machen, ehrlich gesagt. Aber ist auch egal, wir sind ja Freilandhaltung, die können hier überall rumlaufen, gar kein Problem. Hier ist auch alles schick auf der Seite. So, lass mal gucken, ob diese Zuckerrohrfarm funktioniert. Okay, sobald das da oben ist, es scheint zu funktionieren, weil keins ist maximal gewachsen. Also es scheint zu funktionieren. Ist gut, können wir lassen so. Hier haben wir Melonen, aber hier fehlt ein Setzling, das reparieren wir noch. Ansonsten sieht das hier eigentlich alles recht nice aus, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Hier würde ich sagen, machen wir Pflanzen hin. Habe ich jetzt aber gerade keine, das muss auf jeden Fall weg. Dann treten wir die mal kurz kaputt, das auch. So, ja, hier können wir Pflanzen dann später noch hinmachen, das ist auch super. Das sieht auch alles gut aus von der Seite. Hier fehlt definitiv mal Glas. Verdammt. So, die Scheibe ist repariert. Die anderen sind alle top. So, sehr schön. Ich muss mal was essen. So, hier muss... Da muss nichts hin. Hier muss auf jeden Fall der Kobbel weg. Und da muss ein Holz hin. So, bupp. Hier ist so ein bisschen Teppich. Das passt. Glas muss weg. Hier ist die Küche. Das muss auch alles schick gemacht werden. Pinker Beton. Weiß ich nicht, was der hier macht. So, jetzt alles schön mit Holz. So. Hier da drunter ist auch broke. Oberflächlich haben wir jetzt alles repariert. Also hier unten. Na, wobei, warte mal. Das, was ist das denn hier? Das müssen wir natürlich noch machen. Warte mal, das ist noch Quatsch hier. So, habe ich da genug Holz? Müsste eigentlich reichen. Alles weg. So, und jetzt hier schön Holz. Zack, 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 zack. Jetzt haben wir alles oben repariert, außer... Naja, also wir haben oben alles repariert. Den Keller haben wir noch nicht repariert. Hier ist noch sehr viel zu tun. Da würde ich sagen, ich setze mal meinen Spawnpunkt und das machen wir in der nächsten Episode. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Das Ding hier ist auf jeden Fall bombensicher. Das ist sehr ordentlich, genauso wie es sein muss. Jetzt haben wir eine schöne, geile Essensproduktion. Wir können definitiv noch hier mal eine Vermehrung machen, weil dafür haben wir das hier schließlich hier alles gebaut. Kommt mal her hier alle. Aber mir kommt so vor, als ob irgendeiner die killt, ne? Vielleicht müssen wir eine Alarmanlage noch einbauen, weil ich vermehre die hier dauernd, aber die werden gar nicht mehr. Seht ihr, was ich meine? Kann ja irgendwie nicht stimmen. Das war's mit der heutigen Episode, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Ich würde mich sehr freuen. Und abonniert auch den Kanal kostenlos. Würde mich auch sehr, sehr freuen, ne? Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.